Also es ist in der Tat schwierig, ein einziges Buch zu nennen, weil das Schöne am Beruf des literarischen Übersetzens ist die Vielfältigkeit. Also die Bücher sind sehr unterschiedlich, entsprechend ist die Arbeit auch sehr unterschiedlich an diesen Büchern. Also man ist so ein bisschen wie ein Schauspieler, man geht immer in eine neue Rolle rein. Und insofern ist das Tollste eigentlich, dass man wechseln kann. Dass man also nicht immer nur Karl-Ove Knausgård übersetzt, um einen bekannten Namen zu nennen, sondern dass man eben Karl-Ove Knausgård übersetzt und dann vielleicht Aristophoretos. Sehr viel Spaß gemacht hat mir auch, einen Klassiker neu zu übersetzen. Ich habe von Selma Lagerlöf Gösta Berlingsorger neu übersetzt. Das war schon eine ganz neue Herausforderung. Und was ich auch immer ganz toll finde, ist, wenn man Bücher übersetzen darf, die man so noch nicht gelesen hat. Und das war bei mir zum Beispiel der Fall bei einem Buch des schwedischen Schriftstellers Fredrik Sjöberg. Das heißt Flyg Fällan, die Fliegenfalle. Und ist ein ganz wunderbar schräges Buch mit sehr viel Humor. Und Humor ist ja auch etwas Wunderbares, aber schwer zu übersetzen. Und deshalb war es auch insofern eine Herausforderung, die aber großen Spaß gemacht hat.